Es ist der 18. Dezember 2022 und somit auch der 4. Advent. Also starten wir heute mit den Maybelline Adventskalender, also wo 4 Türchen sind, nee, 5 Türchen. Und da bin ich gespannt, was in dem vorletzten drin ist. Das ist ja der günstigere, den ich ja für 11 oder für 12 Euro bekommen habe, als er mal kurz bei Amazon günstig war und dann wieder normal war. Ja. Und da bin ich gespannt. Auf jeden Fall, das hat sich gelohnt, der Preis, weil allein ja schon ein Produkt 10 Euro kostet und somit habe ich den Rest an Produkten quasi geschenkt. Hier ist eine Pinzette von Tweezman. Ich weiß nicht, ob das eine hochwertige ist, aber die sieht schon gut von der Qualität aus und das finde ich schön. Also sehr, sehr gut. Auch mit so einem Schutz oben drauf. Super. So, dann in dem Puka-Tee-Kalender ist dieser Tee drin. Der besteht aus Kakao, Zimt und Süßholz. Auch sehr interessant. So, zu dem L'Oreal, den schwarzen, alle 2 Tage Türchen Kalender. Bin ich gespannt, womit sie uns am 4. Advent überraschen. Ich glaube, das ist ein Lidschatten, weil von der Form her, ja, es ist auf jeden Fall ein schwarzer, nee, ein braun. Oh Gott, süß. Es ist ein brauner Lidschatten, also wirklich braun. Ja, keine Ahnung, ob ich ihn verwende oder weitergebe, denn der sieht aus wie das, was Hunde auf der Wiese machen, so von der Farbe her. Ne? Nicht von der Konsistenz, aber von der Farbe her. Ja, ich glaube, ich werde ihn weitergeben. Mir gefällt der nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, mal gucken. Von der Idee her gut, aber warum ein Braun? Ich meine, es gibt 1000 andere Farben. So, dann in dem Sephora Wishing You What Your Hands Are Craving. Ich glaube, irgendwas für die Hände. Ja, auf jeden Fall eine Handcreme im Melone Richtung Duft. Melone und Hand und Hands. Wassermelone, Handbalm ist eine gute Idee, aber ich stehe nicht auf Melonengerüche. Also Melone esse ich aber nicht als Beauty. So. Damit kommen wir nun zum Maybelline Happy Holidays. Ich sag's immer wieder, der wunderschönste Kalender, den es je in der Drogerie gab. Also von der Verpackung her. So, hier ist Türchen Nummer 18, war leicht zu erkennen. Hier sieht's. Hier ist so ein, ich hab's in klein. So ein Primer. Baby Skin. Pure Lease Eraser Primer. Ich habe den in groß aus dem anderen Maybelline Kalender. Ich glaube, wo Inge Full-Size-Produkte drin sind. Ich glaube, da habe ich den her. Oder von dem anderen, der 10 Euro teurer war als der, hier so online gab. Keine Ahnung. Ihr könnt ja mal in meinen Videos gucken, bei Adventskalender 2022. Bei den Maybelline-Varianten, da könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachgucken. Ist ein schöner Probe-Primer, klar. Full-Size-Größe wäre cooler, aber okay. Okay. Übrigens, so eine Winterlandschaft haben wir gerade auch in Berlin. Aber nur, weil es so kalt war. Es ist alles nur Frost. Aber es sieht aus wie Schnee. So, ich würde sagen, das war's zum 18. Dezember 2022. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und macht's gut.